Wollen wir starten mit unserer Präsentation? Heute geht es um das Thema Kundenwünsche, Kundenverhalten, Bedürfnisse. Praxiswebinar werde ich gleich noch erklären. Nicht nur Theorie von Mobile, sondern richtig aus dem Autohandel vom Experten. Was Kunden wollen? Ja, was wollen denn die Kunden? Das haben wir in vier Teile aufgeteilt. Heute unser Fahrplan. Erster Punkt, schauen wir uns mal so ein bisschen an. Was passiert denn online schon mal? Also bevor die Leute zu Ihnen ins Geschäft, zu Ihnen ins Autohaus kommen, welche Erwartungen und Wünsche sind denn seitens der Kunden vorhanden? Wie kann man die online, zum Beispiel in Inseraten oder auf Plattformen wie mobile.de, schon abbilden? Dann gucken wir uns mal an, wie hat sich denn das Kundenverhalten geändert, besonders auch in den letzten 2 Jahren. Wir haben ja wahnsinnig viel gemessen. Gott sei Dank sind bei Mobil ja viele, viele Verbraucher, Verbraucherinnen, die hinterlassen natürlich Spuren und die werden von uns ja auch regelmäßig befragt, sodass wir da schon mal sagen können, okay, was ist den Leuten gerade wichtig oder was hat sich da auch geändert? Dann schauen wir in die Praxis, denn das ist ja das eine, was passiert online. Da muss ja erstmal der Lead generiert werden, der Kontakt muss hergestellt werden. Aber dann geht der ganze Spaß ja richtig los bei Ihnen in den Autohäusern. Und da haben wir ein super Autohaus dabei, der Autosachse aus Leipzig, mehrfach ausgezeichnet, gerade für das Thema Kundenqualität und Kundenbedürfnisse. Und deswegen heute an Bord. Und dann haben wir zum Schluss noch genug Zeit, um Fragen aus dem Chat zu beantworten. Ja, jetzt freue ich mich total, unseren Gast vorzustellen. Das ist der Michael Franz, der Niederlassungsleiter vom Autosachsen in Leipzig. Und das habe ich mir sehr gewünscht, denn der Autosachse und Michael Franz und sein Team sind ja mehrfach für höchste Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Da gibt es regelmäßig sogar internationale Preise. Und ich dachte, der Mann, der muss zu uns kommen, den brauchen wir. Seit 28 Jahren in der Wella-Gruppe. Klassischer Erfolgsweg, ja, vom Gebrauchtwagenverkäufer über Verkaufsleiter, jetzt Geschäftsführer und Prokurist. 89 Leute im Team und über 14.000 aktive Kunden. Da kann man stolz sein und wir sind genauso stolz. Herzlich willkommen, Michael Franz. Schön, dass Sie dabei sind. Ein ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite hier aus Leipzig, von Autosachse. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, Ihnen heute ja ein Blitzlicht aus unserem aktuellen Tagesgeschäft vermitteln zu dürfen. Ich werde weniger über Deckungsbeiträge und Finanzergebnisse sprechen. Mir geht es persönlich immer in erster Linie um die Beziehung zwischen Menschen. Sie werden von mir einige Dinge hören, warum wir uns zum Haus der guten Gefühle entwickeln wollen oder wie wir uns dahin entwickeln. Ich werde Ihnen einiges zum Thema Stärkung der Eigenmarke vermitteln möchten. Und ich möchte auch über Dankbarkeit sprechen. Und letztendlich, ja, so der Slogan für den heutigen Vormittag sollte sein: Gute Stimmung verkauft Autos und Serviceleistungen. Genau, da freuen wir uns total drauf. Herr Franz, vielleicht rücken Sie mal Ihr Unternehmen Autosachse so ein bisschen in den Ja, Fokus. also ganz kurz vorgestellt: Wir sind, wie Herr Walter sagte, Teil der Weller-Gruppe. Hier in Leipzig verkaufen wir Serviceleistungen und Autos seit Juli 1991, hier im dann neu gebauten Haus seit 1993, wie gesagt, im Moment knapp 90 Mitarbeiter. Was uns, wie gesagt, immer wichtig ist: Menschennähe, Nähe zu den Mitarbeitern und in der Folge dann natürlich auch zu unseren Kundinnen und Kunden. Und Sie sehen so ein kleines Potpourri dessen, was wir tun. Am Ende des Tages, natürlich müssen wir rentabel bleiben, müssen wir rentabel arbeiten. Und am Ende des Tages kommen dann vermeintlich mehr oder weniger von allein Anerkennung bis hin zu Auszeichnungen. Kurz zur Erklärung, weil Toyota Ichiban, das ist, glaube ich, nicht selbsterklärend, Ichiban kommt dann aus dem Japanischen und heißt der Erste. Dabei geht es um die Kundenzufriedenheit, die letztendlich dann in Europa gemessen wird. Diese Auszeichnung durften wir dieses Jahr insgesamt zum vierten Mal und das zweite Mal in Folge in Empfang nehmen. Darauf sind wir sehr stolz und dankbar unseren Kunden für diese Treue und Loyalität über diesen langen, langen Zeitraum, weil ich glaube, wir alle im Handel träumen immer und die Hersteller erzählen das uns auch immer, dass die Kunden alle jung sind, dass das Familien sind. Ja, das sind alles Ziele, wenn wir in unsere Zahlen schauen.
das aktuelle Durchschnittsalter eines durchschnittlichen Toyota-Neuwagenkunden bei uns beträgt nach wie vor etwas über 52 Jahre. Ja, natürlich durch die aktuelle Modellpalette, aber sicher auch durch die aktuelle Zeit sind letztendlich die Kunden jünger geworden. Das für uns Entscheidende ist, tu Gutes und rede darüber. Wir möchten eben nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern eben am Ende des Tages auch unsere Kunden so begrüßen. Im Japanischen heißt das, spreche ich später nochmal dazu, omotenashi, also den Kunden wie einen Gast zu Hause begrüßen und letztendlich dann auch hofieren, respektvoll mit ihm auf Augenhöhe umgehen, weil letztendlich dann kommen die, und dort möchte ich jetzt auch hin, diese Weiterempfehlung. Nicht nur die Treue und Loyalität des aktuellen Bestandskunden, da geht es uns auch wirklich weniger um die Treue, die ist vorhanden, das haben wir hinbekommen über die vielen Jahre. Wir müssen die Menschen, die zu uns den Weg suchen, begeistern, wir müssen sie überraschen, das ist dann wieder auch dieses Omotenashi. Und weil dann bekommen wir die Weiterempfehlung. Und dann bekommen wir die Weiterempfehlung an die nächsten Generationen, an den guten Bekannten, der um die Ecke wohnt, an den Sportfreund und so weiter und so fort. Und das ist dann letztendlich ja ein Stück weit unsere Philosophie, wie wir hier jeden Tag morgens unser Haus aufschließen, wie wir starten. Und dann bin ich auch wieder bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das, wir haben nächste Woche wieder den Elternabend. Auch das so ein kleines Blitzlicht. Wir machen jedes Jahr für die Auszubildenden, die neuen Auszubildenden, einen Elternabend für die Eltern, für die Auszubildenden, aber auch für die Berufsschullehrerinnen und Lehrer, um uns da auch gemeinsam zu committen, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, diese jungen Leute, die wir alle dringend benötigen, die wir qualifiziert und ausgebildet bei uns haben wollen, und die sollen dann auch letztendlich so bleiben, dass wir da ein gemeinsames Verständnis für die Aufgabe haben. Und da, und da schließt sich auch der Bogen, ist auch immer eines unserer wichtigsten Sätze, unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter abends oder nachmittags mit mindestens demselben guten Bauchgefühl nach Hause geht, wie er morgens gekommen ist. Weil wenn er so angezündet ist und so angezündet bleibt, dann wird er es auch sehr gern auf unsere Gäste, auf unsere Kunden übertragen. So dass mal als erstes Blitzlicht, wie wir hier jeden Tag das Licht anschalten und die Tür abschließen. Ja, wunderbar. Und genau den Bogen spannen wir nachher auch nochmal. Ne? Vielleicht auch da schon der Hinweis, vielleicht die Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch wie einen Kunden betrachten. Ne? Was kann man da machen? Und jetzt den, als ersten Schritt schauen wir uns mal an, wie geht denn meistens die ganze Reise los? Irgendwie startet die ja online. Da helfen ja Portale wie mobile.de zum Beispiel. Jetzt haben wir uns das mal angeschaut. Welche Kundenbedürfnisse sind denn Ihren Kunden, Kundinnen, unseren Kunden ja auch, besonders wichtig, schon im Inserat? Na klar, es geht um Informationen, logisch, wenigstens sind ja aus Langeweile da. Ich suche ein Auto, ich will was über das Auto wissen. Klarheit, Transparenz, Vergleichbarkeit, denn es gibt ja meistens nicht nur ein Angebot. Das Gefühl von Sicherheit, total wichtig. Und was muss online passieren? Sicherlich auch auf Ihren Homepages. Es muss eine einfache Kontaktaufnahme einfach da sein. Je höher die Hürden sind, desto weniger Kontakt würden Sie bekommen. Und wenn wir das jetzt aufs Inserat runterbrechen, dann merken wir von den ganzen Suchenden, es gibt viel, viel mehr, was gewünscht ist, als nur das reine Auto. Ganz viele wollen einfach wissen, wer verkauft mir das Auto? Wen rufe ich denn dann an oder wem schreibe ich eine E-Mail? Und was hat denn der sonst noch oder die, wenn es eine Händlerin ist? Und wir sehen das zahlenmäßig, wenn es vergleichbare Ware ist, also Massenware, macht der Verkäufer den Unterschied. Jetzt habe ich wirklich mal ein Beispiel genommen von Autosachse, von Herrn Franz und seinem Team. Was sehen wir hier zum Beispiel? Unternehmen wird schon dargestellt im Titelbild. Das können Sie immer austauschen. Sie können ja zum Beispiel auch Aktionen da bewerben. Passiert alles. Jetzt ist es bloß sozusagen ein Schnappschuss. Wie sieht es aktuell aus? Was sehen wir noch? Thema Inseratsgestaltung. Bilder sind natürlich wahnsinnig wichtig. Und jetzt einfach mal beispielhaft. So sind bei Autosachs, auch bei vielen anderen Händlern, und das ist auch das, was am besten funktioniert, immer gleichmäßig sind die Bilder klar, hell, neutraler Hintergrund. Man könnte ja sagen, grauer Hintergrund ist ein bisschen langweilig. Das ist aber das, was am allerbesten ankommt bei den Kunden. Ja, für die Innenbilder natürlich Geräte einschalten, alle Details, Jahreszeiten beachten. Das klingt immer ein bisschen witzig, aber schauen Sie selbst Inserate an. Da werden Sie jetzt im Spätherbst auch noch ein paar finden mit Schnee. Also
das ist dann nicht so optimal. Alle Bilder ausnutzen, wenn Sie nicht ganz so viele Bilder haben, dann nutzen Sie doch einfach die Menge an Bildern, um vielleicht auch noch ein paar Flyer, ein Finanzierungsbeispiel, eine Information zu geben. Und hier haben Sie nochmal weitere Hinweise, das können Sie im Nachgang noch abscannen. Was bietet sich bei Fotos an? Was kommt am besten an? Und natürlich stellen Sie Ihr Unternehmen vor. Vielleicht merken Sie das, wir sehen es an den Zahlen, dass immer mehr überregionale Kontakte einfach passieren, Leads bei Ihnen eingehen und da kennt Sie ja nicht jeder. Und so sind Inserat oder auch die eigene Homepage natürlich eine tolle Bühne, wo Sie sich selbst vorstellen können. Und da gebe ich mal gleich an Herrn Franz nochmal die Frage, wie stellen Sie das denn fest? Welchen Unterschied macht es, dass Sie sich so professionell darstellen und auch über Ihr Unternehmen und über Ihr Team sprechen? Ja, ich gehe nochmal einen Schritt gedanklich zurück. Das, was wir auch gerade in den letzten 2,5 Jahren seit dem ersten Lockdown auch lernen durften, ist natürlich, dass der Mensch sich in erster Linie, der Interessent, zuerst online informiert. Da ist der Auftritt wichtig. Wie machen wir das? Und da haben wir dieses Thema, im Moment kommen auch die Hersteller sehr oft damit um die Ecke, diese Silos, es ist getrennt Sales und Service und dann auch nochmal im Sales gibt es ja Verkäufer und auch Menschen im Backoffice-Bereich, die vollumfänglich komplette Prozesse verantworten und letztendlich dann auch abarbeiten. Das haben wir uns angeschaut und sind jetzt viel mehr in die Richtung unterwegs, mit Spezialisten zu arbeiten und dann eben auch das ganze Thema Fotoerstellung, Inseratserstellung, Inseratsbegleitung, aber letztendlich dann natürlich auch Aktualisierung von Fotos beziehungsweise dann das Einstellen, das rechtzeitige Einstellen. Das heißt letztendlich, wir sind an die Abläufe und Prozesse gegangen, haben uns das in einem eigenen Projekt angeschaut und haben das neu definiert. So, nun, wir sind auch um Gottes Willen nicht High-End und der Nabel der Welt. Auch bei uns passieren jeden Tag Fehler, ganz normal. Die Frage ist immer, wie man mit Fehlern umgeht. Aber wir haben eins gespürt und wir messen natürlich alles. Wir sind ja auch in der Weller-Gruppe sehr zahlenaffin, dass durch eine bessere Qualität der Inserate, durch ausdrucksstärkere Fotos, so wie Herr Walter gerade sagte, dann auch immer wieder vor dem gleichen Hintergrund, ob man das händisch macht oder mit fest installierten Kameras. Ich glaube, das sind dann am Ende des Tages nur Nuancen, aber dass es Spezialisten gibt für die einzelnen Teilbereiche im Sales und im Service. So, wir sprechen heute natürlich schwerpunktmäßig über das Thema Verkauf, aber wir sehen eben auch, getrieben durch die Entwicklung bei den Herstellern, so auch bei unserem Hersteller Toyota, dass es immer weiterführend gemeinsame Aufgaben für Sales und Service gibt, die letztendlich dann ein Mitarbeiter vollumfänglich gar nicht abarbeiten kann, zumindest nicht in der Qualität und dann auch letztendlich mit dem Ergebnis, wie wir das planen, wie wir es benötigen. Beispiel dazu, die Hersteller, alle Hersteller kommen jetzt auf die Händler zu mit zusätzlicher Abnahme von Zubehör. Es wird an die Lieferung von Fahrzeugen geknüpft und so weiter und so fort. Da sind die Hersteller sehr kreativ. Zum Teil sind es Dinge, die dann margenrelevant sind, die vertragsrelevant sind, wie auch immer. Wir gehen mit solchen Dingen sehr offen um und haben gerade seit einem knappen Jahr das ganze Thema Zubehörverkauf, weil das findet ja auch online statt und das findet ja auch im Sales statt, als dann gemeinsames Projekt für Sales und Service gestartet. Und siehe da, und da will ich nicht ganz so weit eingreifen oder reinschauen, durch diese Spezialisierung haben wir jetzt erstens ein höheres Volumen dessen, was wir an Zubehör verkaufen und zweitens, es kristallisiert sich dann auf dem Weg in diesem Prozess heraus, wer ist denn oder wer sind denn die prädestinierten Verkäufer für Räder, Sommer- oder Winterräder? Wer sind denn die prädestinierten Verkäufer für Standheizung? Wer sind die prädestinierten Verkäufer für Beklebung, für Kappen, für Leisten, wie auch immer? Und es ist, glaube ich, immer wichtig und richtig, wenn wir die Menschen dort weiter fördern und fordern, wo sie ihre Stärken haben. Weil dort, wo sie ihre Stärken haben, haben sie Sicherheit, dort haben sie Vertrauen zur Aufgabe, dort findet auch ein wichtiges Wort, dann eine qualifiziertere Kommunikation, interne Kommunikation, aber natürlich auch Kundenkommunikation statt, weil ich strahle natürlich dann auch eine andere Kompetenz aus, wenn ich eben am Beispiel Winterradverkauf da ein absoluter Experte und Spezialist bin, dann kann ich natürlich ganz anders beraten
und am Ende des Tages dann auch solche Dinge, was sind die Vorteile von dem 19 Zoll gegenüber dem 20 Zoll Rad oder warum sind letztendlich Allwetterreifen, um Gottes Willen nicht unser Ziel zu verkaufen, sondern wo sind die Stärken und Vorteile eines klassischen Sommer- und Winterrades. Also viele, viele Dinge, was ich sagen will, wir haben gerade eben in den letzten zweieinhalb Jahren uns ganz, ganz viel auch in der Tiefe mit den Kundenwünschen, mit den Kundenbedürfnissen beschäftigt. Und wie gesagt, am Ende des Tages kommt dann ein Finanzergebnis raus, dann kommen verkaufte Stückzahlen rüber, dann kommt vielleicht auch die eine oder andere Huldigung und Anerkennung raus. Aber worum es letztendlich geht, was der Kunde möchte. Er möchte erstens, dass er schnell und zeitnah bedient und kontaktiert wird. Das bei einer Online- genauso wie bei einer Analogansprache. Und er will die Kompetenz. So, und das muss alles auf einem hohen Niveau mit einer sauberen, verlässlichen und berechenbaren Kommunikation gehen. Und wenn dieses passiert, dann haben wir eben diese Beziehung zwischen Menschen, wie wir uns die optimalerweise wünschen. Funktioniert nicht immer und überall, aber das ist unser Ziel, das ist unser Ansatz. Und dann streue ich das an der Stelle auch gleich ein. Wir haben eben auch auf diesem Weg unsere Kommunikationskultur und letztendlich auch, wie wir Mitarbeiter miteinander umgehen, auch nochmal neu definiert. Ganz einfache Story dazu. Ich habe unsere damaligen Führungskräfte, Team- und Abteilungsleiter in die Lüneburger Heide gelockt und eingeladen. Wir waren dort 3 Tage eingeschlossen und sind dann mit 3 Ergebnissen rausgekommen. Erstens, die aktuelle Führungsmannschaft hier im Haus wurde aufgestockt von 6 auf 10 Personen, auch um letztendlich dann an jede Kollegin, an jeden Kollegen, an jeden Praktikant, an jeden Auszubildenden alle Informationen in den entsprechenden Team-Meetings auch zu vermitteln. Das war das Erste. Das Zweite, wir haben das einfach mal bereitgelegt, ich halte das einfach mal in die Kamera. Wir haben ganz einfache Regeln für uns in einem Sachse-Knicke definiert, wie wir miteinander umgehen. Ich bin immer auch ein Fan davon, Dinge, die wir miteinander vereinbaren, auch aufzuschreiben, weil dann gibt es da nicht noch einen 11. und 12. Punkt und A und B und C. So wie es hier steht, haben wir es vereinbart. Wir begrüßen erst die Dame und dann den Herrn an dem Beispiel. Und da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist vereinbart und das kommt auch nicht von mir. Das ist letztendlich dann in den Teams erarbeitet worden und am Ende des Tages dann auch definiert worden und dann eben auch unseren internen Kommunikationsplan. Weil es war in der Vergangenheit immer so, natürlich gab es die entsprechenden Abteilungs- und Teammeetings. Im Sales hat es dann fast täglich gut geklappt. In den anderen Bereichen war es dann, je nachdem, wie viele Kunden da waren, gab es dann auch immer eine Story oder vielleicht sogar eine Ausrede, warum das verschoben werden musste oder ausgefallen ist. Dann haben wir das einfach mal aufgeschrieben. Dann haben wir das aufgeschrieben, welches Meeting findet täglich, wöchentlich, bis hin monatlich, aber auch einmal im Quartal, das ist dann nochmal ein zentrales Meeting für unsere Auszubildenden statt, dann auch mit den entsprechenden Uhrzeiten, damit dann auch Mitglieder oder andere Kolleginnen und Kollegen da zum Teil als Gast mit teilnehmen können, wenn sie einen Beitrag zu leisten haben oder einfach mal zuhören wollen und dann eben auch, wer nimmt teil und wer führt diese Meetings. Also auch da ein Stück weit mehr Verbindlichkeit in die interne Kommunikation reingebracht, weil dort wird natürlich auch immer wieder über das Kundengeschäft, über die Kundennähe, über die Kundenbeziehung gesprochen. Aber es geht natürlich auch, wo können wir optimieren in unseren internen Abläufen und Prozessen. Also sicher sind das alles, ja, wo steht die nächste Folie dazu? Das sind alles Dinge, die wir uns dann anschauen. Und es gibt eben jetzt, wir hatten sonst immer, früher hieß das sicher ein Stück weit antiquiert, wir haben eine tägliche Postrunde gehabt. Heute kommt ja kaum noch Post rein, weil das kommt alles per E-Mail zu uns. Also haben wir letztendlich die tägliche Postrunde eliminiert. Und es gibt jetzt einmal für diese 10 Mitglieder des Leitungskreises einmal, und das findet immer mittwochs 12 Uhr, so steht das auch hier in meinem Büro statt, die sogenannte Leitungsrunde. Da wird auch immer dazu im Protokoll dann auch, wer erledigt was bis wann und wer reportet an wen. Und dann kommen eben auch solche Dinge mitzutragen, dass eben auch mal eine Serviceassistentin oder auch ein Mechaniker oder der Vertreter der Mechaniker sagt, ich habe mir einfach mal unsere Inserate angeschaut in den einzelnen Börsen, ich habe mir unsere Serviceangebote angeschaut und dann sind wir wieder bei dem Punkt, jeder Mitarbeiter ist natürlich auch Kunde, ja, so, und er hat auch natürlich eine Kundensicht und es ist natürlich für uns viel effizienter und natürlich auch einfacher dann in der Änderung, wenn uns das ein Kunde widerspiegelt, wenn wir
Dinge noch nicht so optimal aufgesetzt haben, als wenn das erstmal einem Kunden auf die Füße fällt. Also das sind viele Dinge, wie wir im Tagesgeschäft unterwegs sind. Und ja, mein Job ist es dann am Ende des Tages eigentlich nur, die Menschen immer wieder zusammenzuführen und darauf zu achten, dass wir die Spielregeln, die wir miteinander abgestimmt haben, wie gesagt, die kommen ja nicht von mir, die sind ja aus dem Team über die Führungsmannschaft erarbeitet worden, dass wir uns letztendlich dann auch daran halten, weil Inhalte, um letztendlich Dinge weiterzuentwickeln oder zu treiben oder auch Pilotprojekte auszuprobieren, gibt es massig falsch. Um auch immer wieder zu schauen, wie können wir mehr Zubehör verkaufen, wie können wir Penetration-Raten entwickeln. Das sind ja alles Dinge, die letztendlich dann sowieso aus den Abteilungen von den Kolleginnen und Kollegen kommen. Wichtig, da Walter wies auch vorhin schon darauf hin, das ganze Thema, wie werden wir denn da draußen wahrgenommen? Und wir sehen auf der linken Seite, da beginne ich einfach mal, dieses Thema Google-Bewertung. Das haben wir ja vor Jahren schon, als es letztendlich dann auch eine andere Relevanz in der Außendarstellung bekommen hat, haben wir das in der Prioritätenliste ganz nach oben geschoben. Und ich glaube, aktuell haben wir bei Toyota 920, bei Lexus sind es 120 Bewertungen, also irgendwie um die 1000 Bewertungen mit einem ganz vorzeigbaren Score. Das sind die Hard Facts, worum es uns viel mehr geht, auch wieder diese Empathie. Und ich glaube, diese Bewertung zeigt das ein Stück weit, dass dann eben Menschen ja Fotos mit hochladen und letztendlich dann auch ja sehr empathisch kommentieren. Und gerade unsere Fahrzeug, unsere Autoverkäufer haben das verstanden, dass es Menschen gibt, so wie wir und wie Sie das sicher auch tun, bevor ich eine Reise buche oder mich für ein Hotel oder ein Restaurant entscheide, dann schaue ich mal schnell, wie wird denn diese Einrichtung über dieses Hotel letztendlich dann auch im Netz bewertet. Und unsere Verkäufer sind schlau und wir bekommen wirklich von draußen auch kalte Kontakte, die dann sagen, in dem Fall, ich würde gern von Herrn Wiese kontaktiert werden oder ich würde gern mit Herrn Wiese sprechen. Zum Teil sagen sie, ja, weil ich den gefunden habe, aber zum Teil sagen sie das dann später oder gar nicht. Aber das ist natürlich auch erstmal eine Botschaft nach draußen, die einfach ist. Das Thema auf der anderen Seite, an dem Beispiel natürlich bei mobile.de, dort eben natürlich für die privaten Interessenten, aber letztendlich auch für die Gewerbetreibenden, ein bisschen auch zu Wiederverkäufern, ist es natürlich gut und hilfreich fürs Geschäft, brauche ich nicht zu erklären, da mit einem guten Score unterwegs zu sein. An dem Beispiel machen wir es eben so, dass in den morgendlichen Kontaktbesprechungen der Verkäufer, der entsprechende Teamleiter, dann auch immer wieder entsprechend abfragt, beziehungsweise sagt, welche Fahrzeuge werden heute und morgen ausgeliefert und wem wollen wir auch nochmal eine Einladung zu einer Bewertung schicken. Das sind ja alles Dinge, die heute völlig Usus sind, machen ja auch viele andere Dienstleister mit uns, die uns kontaktieren, die uns E-Mails schreiben, die uns darauf hinweisen, du hast bei Amazon das und das bestellt, bitte bewerte uns doch mal, bitte bewerte mal deinen Kauf. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, an die sich die Menschen seit vielen Jahren gewöhnt haben, was eben absolut salonfähig ist. Und ich denke, das ist auch eine Chance, was letztendlich unterm Strich dann auch erstmal kein Budget kostet, dieses auch letztendlich zu nutzen, um Eigenwerbung für die Eigenmarke zu betreiben. Also absolut, ja, das ist eine Frage von Entscheidung und Fokus. Ne? Also ja, Zeit muss man aufwenden. Und jetzt kam auch gerade eine passende Frage im Chat. Herr Franz, wie gehen Sie im Unternehmen denn mit mittleren oder schlechten Bewertungen um? Das kann ich sagen. Also schlechte Bewertungen sind erstmal Chefsache. Ganz kurz, ich bin meistens morgens so 7.20 Uhr hier im Büro. 8 Uhr beginnen unsere Verkäufer. So in die ersten 30, 35 Minuten nutze ich in erster Linie, um mir die Bewertung der letzten 24 Stunden anzuschauen. Weil diese Antworten bei Google nach wie vor, das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich selbst auch nah dran bleiben möchte, die beantworte ich selbst. So, und wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich natürlich auch einen Vertreter. Aber das ist uns schon mal wichtig. Gibt es über welches Portal, über welchen Kanal auch immer negative Einschätzungen? Kann ich auch sagen, am gestrigen Tag stand auf einmal ein Kunde von uns hier an meinem Büro und hatte ein Anliegen zum Thema Service, weil eben ein Ersatzteil nicht geliefert werden kann und das schon seit 2 Wochen und mittlerweile auch Mietwagenkostenauflagen und so weiter und so fort. Also da ist es immer wichtig, ob das dann meine Person ist, ob das einer der Abteilungs- oder Teamleiter ist, dass wir letztendlich dann wirklich uns sofort als Verantwortlicher
dieses Themas widmen und dass wir dieses Thema erst als erledigt markieren, wenn wir es entweder selbst gelöst haben oder wenn wir dann über Kolleginnen und Kollegen den Lösungsweg final aufgezeigt haben und damit dann auch die Verantwortung für dieses Thema, für diese Beschwerde, für diesen Wunsch letztendlich zu 100% schlüssig übergeben haben. Also da aus meiner Sicht darf da kein Blatt Papier dazwischen passen. Wenn es eine gute Bewertung gibt, wenn die Reaktion in welcher Form auch immer mal eine Stunde länger dauert, dann ist das sicher nicht das Problem. Aber wenn uns ein Kunde mitteilt, dass er unzufrieden ist, dass ein Wunsch oder ein Anliegen unerfüllt geblieben ist, dann sind die Alarmglocken, dann müssen die Alarmglocken auch sofort angehen und dann müssen wir uns umgehend und persönlich darum kümmern. Wunderbar. Also meine Empfehlung wäre sowieso, auch auf positive Bewertung zu antworten. Ein herzliches Danke reicht ja schon und weiterhin gute Fahrt, was man schreiben kann. Wenn ich jetzt noch zu den Bewertungen, die auf mobile passieren, einen Hinweis geben darf. Es ist so, unterscheidet sich, bei Google kann natürlich jeder kommentieren, der braucht nicht eine Einladung, im Gegensatz zu mobile. Bei mobile kann man ja nur bewerten, wenn man eine Einladung hat. Und hier liegt viel bei Ihnen als Händler, als Autohäuser in der Hand. Vielleicht machen Sie es einfach als Idee Teil Ihres Verkaufs- oder Auslieferungsprozess. Spricht was dagegen, dass Sie uns 5 Punkte bei mobile geben? Dann lasse ich Ihnen gern die Bewertungseinladung zukommen. Also der große Hebel ist bei den mobilen Bewertungen einfach im Handel. Wir senden nach Zufallsprinzip auch an Interessenten raus, also an jemanden, der eine E-Mail geschrieben hat, sonst hätten wir ja seine E-Mail-Adresse nicht, die werden aber kaum beantwortet. Da ist der große Hebel, das, was sendet der Händler raus. Ich weiß, das ist eine zusätzliche Arbeit. Ne? Man will ja bei Google, man will auf der eigenen Homepage, dann will man auf der Händler-Homepage, dann bei Mobile und noch bei 3 anderen Portalen. Kann sich aber lohnen. Und was uns oft begegnet ist, jetzt steht hier 4,8. Aus Erfahrung können wir schon sagen, das ist das Beste, was Sie in der Wahrnehmung haben können. Denn leider ist es auch so, man will vielleicht perfekt sein und sagen, Mensch, 5,0, ich gebe mir so eine Mühe, dass wir 5,0 haben. Und 5,0 wird von den meisten Verbrauchern überhaupt nicht als realistisch angesehen. Die denken, das wäre alles gekauft. Und das Beste, was Sie wirklich haben können, ist seriös. Dann auch natürlich bei einer großen Anzahl von Bewertungen. Also wenn Sie nur 3 haben, ist es schwierig. Dann haben Sie vielleicht 5,0, dann haben Sie eine mittelprächtige und rauschen gleich ab. Also ein bestimmtes Maß an Bewertungen, an Anzahl brauchen Sie schon. 4,8 ist das Idealste, was wir haben können. Das wird von den meisten Verbrauchern als super und als wirklich seriös wahrgenommen. Also genau das Thema, was gerade angesprochen wurde. Genau, wie wir die Einladung versenden, wurde gerade noch gefragt. Also nach Zufallsprinzip, das macht Automatik. Da werden immer mal welche ausgesucht, die eine E-Mail-Anfrage bekommen haben. Und die werden dann eingeladen, den Händler zu bewerten oder den Kontakt zu bewerten. Wir wissen ja gar nicht, kam es später zum Kauf oder nicht. Das kreuzt derjenige an. Diese Einladungen, die wir raussenden, die werden nicht mal zu 20% angenommen. Hingegen die Bewertungseinladungen, die Sie als Autohaus an Ihre Kunden raussenden, dann aus dem Händlerbereich, die werden mit über 80% beantwortet. Und da haben Sie wirklich einen großen Hebel, denn wenn es vielleicht ein besonders interessanter Kunde war, um es diplomatisch zu sagen, dann müssen Sie dem ja vielleicht nicht eine Bewertungseinladung schicken. Aber Sie haben ja so viele nette und begeisterte. Selbst wenn jemand nicht das Auto gekauft hat, kann er ja trotzdem bewerten. Super Beratung, toller Service, hat mich absolut wohlgefühlt, kann das als Beratung weiterempfehlen. Also da ist wirklich viel Potenzial für Sie dabei. Und wenn wir jetzt einfach mal weiterschauen, was haben wir noch gemessen? 86% orientieren sich an Händlerbewertungen. 3/4 lassen sich auch beeinflussen, gut oder schlecht. Natürlich schlecht wahrscheinlich immer noch leichter. Das ist in der menschlichen Natur sicherlich. Und mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte ist sogar bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn die Bewertung Ihnen ein gutes Gefühl macht. Und das ist so ein bisschen, wie Herr Franz vorhin schon sagte, dass nach einem speziellen Ansprechpartner oder nach einer Verkäuferin gefragt wird. Leute fahren manchmal auch weiter, weil für manche ist das einfach das Entscheidende. Nach dem Motto, ich kenne den Händler nicht und das ist ja alles, was ich habe. Und wenn so viele schon gesagt haben, Mann, Frau Schulze, die ist ja so super, ganz toll, Frau Schulze, herzlichen Dank, dann gibt es genug Suchende, die dann sagen, dann will ich da hinfahren und ich will dann aber auch von Frau Schulze bedient werden. Das ist eine Erfahrung, die wir auch zahlenmäßig belegen können in unseren Kundenbefragungen und passt auch zu dem, was Herr Franz gerade sagte. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn aktuell Bedürfnis und was hat sich vielleicht in den letzten Jahren, und hier sage ich mal wirklich seit Corona, also in den letzten 2 Jahren, geändert. Ich würde hier gar nicht auf jede Zahl eingehen, aber
Also das ist was schon vorher passiert. Ne? Bevor überhaupt auf einer Plattform gesucht wird oder bevor bei Ihnen im Autohaus gesucht wird, wissen die meisten schon, ne? Klar, was will ich denn für einen Fahrzeugtyp haben, neu gebraucht, was kommt in Frage oder bin ich offen für beides? Für mich ist das Wesentliche, 62% wissen, wie sie ihr Auto bezahlen, sprich finanzieren oder leasen wollen. Und da ist unser großer Hinweis, schreiben Sie das auch überall hin, sowohl online als auch bei Ihnen im Autohaus. Für Sie im Handel ist es vielleicht selbstverständlich, ist ja logisch, dass ich alles auch finanzieren kann. Na klar, kann man das auch leasen, ist ja ganz klar. Es ist oftmals für Sie klar und für viele Verbraucher nicht. Und deswegen kann es sein, dass man sich eine Chance entgehen lässt, wenn es nicht dasteht. Wir sehen das in Inseraten. Bei Mobile zum Beispiel durch den Aufkauf von nullleasing.com haben wir eine eigene Leasing-Plattform auch noch extra, aber auch in der Suchliste kann man seit einiger Zeit gleich einstellen, will ich kaufen oder will ich leasen? Und wenn Sie auch Leasing-Angebote haben, dann wäre es schlau, auch da präsent zu sein. Oder schreiben Sie es in Ihre Inserate rein. Vorhin hatten wir ja Bilder schon gesehen. Warum nicht da einfach nochmal ein PDF als Bild einfügen ans Ende? Bei uns können Sie alles leasen. Sie können auch, wir nehmen Zahlungen, was auch immer, sodass Sie den Suchenden einfach schon symbolisieren oder zeigen, was ist da möglich. Es ist schade, wenn Sie es nicht hinschreiben und für Sie ist es einfach nur selbstverständlich und der Suchende weiß es einfach nicht und geht vielleicht raus aus Ihrem Inserat, weil er es nicht ausdrücklich gelesen hat, geht ins nächste und da steht es drin und dann denkt er, ach guck mal, den kann ich sogar finanzieren. Also Hinweis aus der Praxis und aus dem Feedback der Kunden. Vielleicht einen Satz dazu. Wenn das den Zeitraum hoffentlich nicht sprengt. Für Bestandskunden ist das natürlich für uns dann viel einfacher und vor allen Dingen dann, wenn wir diesen Kontakt gut vorbereiten, dass wir schon mal eine kaufmännische Bewertung des Fahrzeuges tätigen, dass wir, wenn der Kunde gerade das verbindet mit Werkstattbesuch, dann eine entsprechende technische Bewertung, wir machen das über eine Prüforganisation, dass ich schon mal den Inzahlungnahmewert habe. Ich habe letztendlich die aktuelle Ablösesumme, wenn das Auto noch geleast oder finanziert ist und kann dann ja im Vorfeld auch schon mal kalkulieren, konfigurieren, weil wenn wir nah dran sind, wir haben jetzt auch hinterlegt seit diesem Jahr bei uns in unserem CRM-System den Wiedermotorisierungszeitpunkt. Am Anfang gerade die Gebrauchtwagenverkäufer haben gesagt, ich weiß ja nicht, wann der das Auto wieder in Zahlung geben will. Das stimmt wohl alles, aber für uns ist es ja auch eine wichtige Information und ein wichtiger Impuls, das dann auch im Kaufprozess abzufragen, lieber Kunde, ja, wann denkst denn du, tauschst du das Auto nochmal? Und dass wir dann letztendlich uns dann über die entsprechenden Suchkriterien dann auch einen Termin legen, um letztendlich rechtzeitig dann auch den Kontakt zu suchen. Mal unabhängig von allen anderen Dingen, die wir Marketing- und Eventmäßig machen, aber das ist ja dann ein ganz klarer Vertriebskontakt, weil sind ja im Moment auch, zu Hause, nehmen wir das wahr, zwei Trends. Die Hersteller und auch wir im Handel, wir setzen auf Leasing, Leasing, Leasing. So. Möglichst ohne Anzahlung mit verschiedenen Bausteinen, Service und Versicherung, wie auch immer. Das ist ja der eine Trend, der im Neuwagenbereich natürlich gerade gestützt ist mit einer besseren Absatzförderung als im Barbereich, aber letztendlich auch als bei einer Finanzierung. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer im Moment Geld ausgeben wollen. So, zum Glück eben auch für automobile Leistungen, für unsere Produkte, alles wunderbar. Und dort ist es natürlich dann auch ja, von der Argumentation her nicht ganz so leicht zu sagen, liest du mal lieber nichts, mach mit dem Geld irgendwie ein neues Dach auf dein Haus oder mach eine Weltreise. Ich mache dir mal ein maßgeschneidertes Leasing-Finanzierungsangebot. Also das sind alles Dinge, die wir im Moment lernen, dass es da wirklich wichtig ist, mit einer hohen Empathie und letztendlich auf einer hohen Vertrauensbasis mit den Interessenten und natürlich auch mit den Kunden zu sprechen und dann eben auch zu spüren, für wen kann das in Frage kommen. Und wir nehmen uns hier und da vielleicht auch mal zurück und sagen, und das ist in Ordnung, wir kommen nächste Woche nochmal miteinander, ich lege mir das auf Termin, ist es Ihnen recht, wenn ich Sie nächsten Donnerstag 16 Uhr nochmal anrufe oder wir vereinbaren nochmal einen Termin bei Ihnen im Haus, bei uns im Haus. Ich glaube, dort auch immer die Kommunikationsbälle in der Luft zu halten, das ist auch wichtig letztendlich, um dann eben auch die natürlich von uns gewünschten Finanzierungsprodukte bis hin auch zur Versicherung ordentlich anzubieten und natürlich dann auch zu verkaufen. Genau. Und Herr Franz, ich weiß ja, bei Ihnen ist auch Schnelligkeit eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich jetzt hier auf
die unterste Zahl schaue, 42% erwarten eine Antwort innerhalb von 4 Stunden. Jetzt ist es bei Ihnen natürlich gewünscht noch schneller. Sagen Sie doch dazu bitte ein bisschen was. Also das Thema ist ja, also wir handhaben das zweigeteilt. Wir haben natürlich einmal während der normalen Öffnungszeiten inklusive Samstag, dass die zuständigen Verantwortlichen natürlich unverzüglich, ich sag mal, maximal 1 Stunde vergehen lassen, bis der Kontakt stattgefunden hat. Also das ist auch immer wieder in den Teammeetings bis hin auch zur Telefonzentrale besprochen und vereinbart, dass letztendlich dann dieses Anliegen, dieser Wunsch, was es auch immer sei, innerhalb von 1 Stunde beantwortet bzw. erstmal der Kontakt hergestellt sein muss. Interessant wird es ja dann in den Abendstunden, am Wochenende und na klar auch an den Feiertagen. Wir haben es aktuell so, dass wir zu allen, jetzt fange ich mal im Service an, Serviceanfragen, 3 Verantwortliche aus unserem Haus bekommen diese E-Mails, beziehungsweise wenn auch jemand über die zentrale Telefonnummer nachts 23 Uhr anruft, wird es weitergeleitet auf den Dienstleister. Und dieser Dienstleister schreibt uns dann sofort eine Information, dass wir letztendlich dann auch sagen, wir müssen ein Abschleppunternehmen beauftragen oder wir haben diese Serviceanfrage für einen Wunsch vom Termin registriert und wir werden uns morgen mit Ihnen in Kontakt und so weiter und so fort. Das ist das Thema Zubehör-Service. Im Verkauf haben wir 2 rollierende iPhones eingeführt. Das haben wir schon seit einigen Jahren. Auch da, wir zwingen keinen Verkäufer, dieses iPhone mitzunehmen, abends oder am Wochenende. Und da entsteht natürlich auch eine ganz andere Begehrlichkeit, weil vereinbart ist, dass bei einer vor allen Dingen dann Anfrage über mobile.de und auch über die anderen Börsen spätestens nach 90 Minuten personalisiert und individualisiert eine Antwort passiert. Wir haben Verkäufer, die auch, wenn es vorhanden ist, auch sofort anrufen. Damit haben wir natürlich erstens einen absoluten Überraschungseffekt, der vielleicht denkt man, dass das irgendwie als vielleicht auch aufdringlich oder negativ ankommt. Ist es gar nicht, weil derjenige, der sich wirklich für ein Produkt von uns interessiert, ja, der ist ja auch dankbar, wenn sich jemand um einen kümmert. Ja. Also wenn ich in irgendeinen Laden gehe und mir einen neuen Anzug kaufe, dann bin ich auch dankbar, wenn ich wirklich einen brauche, wenn mich jemand anspricht, wenn mich jemand berät, wenn mir jemand das Ding verkauft. Ja. Und so ist es ja ähnlich auch bei diesen Anfragen und wie gesagt, dann eben nicht nur irgendwelche standardisierten Antworten, die aus dem System kommen, so wirklich personalisiert. Sehr geehrter Herr Walter, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem VW Golf. Sehr gern setze ich mich morgen früh bis spätestens 9 Uhr mit Ihnen in Verbindung. Ich habe verstanden, Sie möchten 3.000 Euro anzahlen oder. Also das sind Dinge, die dann eben auch dazu geführt haben, über die Zeit, das ist auch ein Prozess, dass natürlich die Abschlussquote, messen wir auch, dass die Abschlussquote natürlich eine viel, viel höhere ist, als wenn ich erstmal die Nacht oder den Abend vergehen lasse. Es gibt irgendwie so Regeln, ich habe gesagt, bis 21.30 Uhr ist Pflicht. Wenn jemand länger wach ist, wie auch immer, sehr gern, aber bis 21.30 Uhr ist Pflicht und dann alles andere am nächsten Morgen und am Sonntag bzw. an den Feiertagen von 9 bis 21.30 Uhr. Aber das nutzen mittlerweile auch Kunden, die uns kennen, die dann auch entsprechend so sogar schon auch ihre Anfrage stellen. So wie beim letzten Mal, ich habe heute Samstag Zeit und ich sitze auf der Couch und ich habe das Auto bei Ihnen gesehen und es wäre schön, wenn mich jemand kontaktiert. Ja, also das ist dann sicher nun die Ausnahme, aber dieses unverzügliche und schnelle und vor allem personalisierte Reagieren, das ist schon ein Mehrwert, der unterm Strich auch wieder ein wichtiges Thema für uns alle, kein Geld kostet. Ja, und also glaube ich absolut, denn was muss man bedenken? Schnelligkeit auch hier ist Trumpf. Die meisten stellen ja nicht nur eine E-Mail-Anfrage, sondern schreiben vielleicht 4, 5, 6 verschiedene Händler an. Und wenn man da relativ schnell antwortet, hat man natürlich größere Chancen, als wenn man dann sagt, die Anfrage kam jetzt um 14.10 Uhr, aber ich antworte immer am nächsten Tag von 9 bis 10. Individuell muss man immer schauen, wer vielleicht einen großen Werkstattbetrieb hat, geht es vielleicht nicht anders, aber die Chancen sind viel höher, wenn man schnell antwortet. Das können wir auch so sagen. Und eine ganz wichtige Zahl, die will ich von dieser Folie noch erwähnen, das ist gleich der erste Punkt. Über 70% suchen inzwischen ohne lokalen Umkreisfilter. Und da hat sich seit Corona und seit den Erfahrungen, die damit zusammenhängen, deutlich was geändert. Denn wenn man auf mobile.de eine Suchanfrage macht, bekommt man eine Ergebnisliste. Da ist eine Standardeinstellung, die heißt
der eingegebene Ort und 100 Kilometer Umkreis. Und was vor Corona passiert ist als erste Amtshandlung, alle Leute haben mindestens auf 50 Kilometer runtergestellt, manche sogar nur auf 20, aber Mehrheit dann 50 Kilometer. Also sage ich mal Kirchturm und ein bisschen drumherum. Und inzwischen ist es so, dass von 100 Kilometer, was die Standardeinstellung bei uns ist, gleich auf 200 gestellt wird. Und wir interpretieren das Ganze so, dass viele, viele Verbraucher natürlich in dieser Corona-Zeit gelernt haben, okay, ich könnte nicht ins Autohaus gehen, dann gucke ich mal, was haben andere noch, vielleicht was ich auch zu Hause hatte, mehr Zeit. Und dann waren hier die ersten pfiffigen Autohäuser schon dabei und haben gesagt, bei uns WhatsApp-Chat, Videoberatung, virtuelle Probefahrt sozusagen, diese ganzen Beratungssachen oder wir liefern kontaktfrei vor die Haustür. Auch das hat natürlich dann die Ansprüche oder die Erwartung auch verändert. Hier 65% steht ja da bequem, das Auto gern zur Probefahrt vor die Haustür gestellt. Das ist auch ein Ergebnis daraus, was dann spontan, Ärmel hochgekrempelt schon in der Krisenzeit gemacht wurde. Und das verändert natürlich das Verhalten. Und viele Verbraucher haben auch gelernt, hey, es ist so einfach und vielleicht auch sicher, zumindest wenn ich beim Händler kaufe, weil ich ja Gewährleistung, Garantie und so weiter habe. Ich wohne in Kiel, aber ich lasse es mir aus Stuttgart kommen. Und das ist eine Sache, die wir zahlenmäßig deutlich gelernt haben. Hier haben wir noch ein paar andere Zahlen, da kann jeder mal checken. Also fast jeder Fünfte bricht den Kauf wegen Problemen mit der Entzahlungnahme ab. Muss man mal überlegen, sind wir denn so gut, wie wir denken, dass wir gut sind? 44% fand ich eine total erschreckende Zahl, erhalten erst gar kein Angebot. Dann denke ich, was sind denn das für Leads? Steht da in 44% immer nur drin, was ist der letzte Preis? Und dann hat keiner Lust zu antworten, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist das Empfinden der Suchenden. Das heißt jetzt nicht, wenn wir durchgehen würden, dass es immer so passiert, aber wenn es im Empfinden der Suchenden so ist, ist es ja eigentlich schon schade und ein großes Potenzial, was dahinter steckt. Was messen wir aktuell noch? Stand jetzt können sich 19% vorstellen, online zu leasen, 17% online auf Raten zu kaufen oder 14% sogar komplett online zu kaufen. Wahrscheinlich. Wir müssen bitte noch mal auf die nächste Folie. Auf die letzte? Ja, die? Ja, jetzt. Jetzt sind wir aktuell. Genau. Und genau. Haben Sie hier zu den 44%, dass gar kein Angebot rausgeht, da eine praktische Erfahrung oder wie schätzen Sie das ein? Ja, also das ist natürlich jetzt erstmal, wie gesagt, die Wahrnehmung der Besucher bei Ihnen. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, da bin ich auch wieder bei diesem Thema Spezialisten oder vielleicht auch abgeben. Ich fange mal mit der Entzahlungnahme an. Es ist ja immer so, der Kunde kommt ja zur technischen Bewertung, wenn die Werkstatt gerade boomt und jeder Meister und jeder Annehmer zu tun hat und eine technische ordentliche professionelle Bewertung dann entweder durch einen Verkäufer oder am Schreibtisch gar nicht stattfindet. So, wir haben deshalb auch vor Jahren schon entschieden, das an eine Prüforganisation abzugeben. Wir haben da mittlerweile 3 Tage in der Woche, dass da ein Sachverständiger dann auch entsprechend gebrandet, weil es strahlt natürlich auch eine Kompetenz in Richtung der Kunden aus. Bei uns hier im Haus ist es letztendlich dann nach Terminkalender, das planen die Verkäufer, dann die entsprechende technische Bewertung macht. Parallel findet dann die kaufmännische Bewertung statt. Und ich habe dann zumindest zu dem Zeitpunkt ein finales Inzahlungnahmeangebot. Das ist ja exorbitant wichtig, weil wir haben alle einen Minderbestand an Gebrauchtwagen und können es uns ja nicht leisten, auf eine Inzahlungnahme zu verzichten. So, also geht es da letztendlich auch um Schnelligkeit, um natürlich dann auch eine ganz klare Ansage bzw. Abgeben eines Angebotes für die Inzahlungnahme. Gut, mit dem Preis verhandeln, ich glaube, das ist so alt wie Autohandel, das ist völlig normal. So, gar kein Angebot kann ich mir in der Art und Weise vielleicht nicht vorstellen. Es ist, wie gesagt, letztendlich dann die Wahrnehmung. Ja, aber in dem Moment, wo jeder Lead, der dann auch reinkommt, dann zugewiesen wird und wir haben letztendlich über unser CRM-System, kontrollen wir das letztendlich dann auch, was da gemacht wurde, wurde angerufen, wurde eine Mail geschrieben, wie ist die Mail formuliert worden, das können wir uns dann letztendlich alles anschauen und so funktioniert eben heutzutage aus unserer Sicht auch digitale und moderne Vertriebssteuerung. Das glaube ich. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Zielgeraden. Hier nochmal ein QR-Code, das können Sie dann im Nachgang ganz in Ruhe schauen. Herr Franz, Sie haben ja schon ganz viel aus der Praxis gesprochen, was passiert bei Ihnen im Unternehmen. Und hier sind ja nochmal eine ganze Reihe von Punkten aufgelistet, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen.
Also es sind ja viele, viele Punkte, die sicher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute an unserem Webinar kennen und natürlich ausmachen. Deshalb, ich möchte das Thema Erreichbarkeit bzw. Reaktion 24/7, das hatte ich schon ausgeführt. Ich will einfach mal eine Geschichte dann noch mit dazu fügen, gerade auch aus aktuellem Anlass, die wir implementiert haben, mit der wir eine gute Erfahrung machen. Und zwar das ganze Thema Remote Sales. Wir haben mit dem Dienstleister Viserto seit jetzt Beginn der Corona-Zeit ein System, eine Plattform, eine App gefunden, mit der wir über einen Stick und ein iPhone ganz schnell Videobotschaften produzieren, die dann über die App sehr professionell zusammengeschnitten werden. Da kannst du auch im Vorfeld ein Entree und nach hinten auch einen Abbinder aufnehmen, was dann damit der Rahmen dann passt. Und aktuell haben wir das so, dass natürlich die Verkäufer dann mit Selfie-Stick dann auch um das gewünschte Fahrzeug gehen, in den Innenraum gehen und dann das Fahrzeug vorstellen, gegebenenfalls dann über Highlights und Features zusätzlich nochmal berichten. Das ist das eine, was wir jetzt neu machen, dass wir an jedem Abend, Montag bis Freitag, an die Neukunden im Vertrieb unseres Hauses ein kurzes Video senden. Auch da wieder, das kriegen die Verkäufer zusätzlich zu der kompletten Abwicklung des Tages nicht hin. Wir haben eine Marketingassistentin, das ist eine Studentin bei uns, die ist in der Beziehung erstens sehr fit und die macht das eben doch mit hoher Empathie, dass sie letztendlich dann persönlich den Neukunden noch bei uns im Haus begrüßt, das Haus nochmal kurz vorstellt, sich dann auch nochmal für den Besuch beziehungsweise dann auch für den Auftrag bedankt und dann ganz einfach und schnell nochmal eine kurze Sequenz bei dem Verkäufer dreht. Also der Verkäufer kann sogar sitzen bleiben und sie kommt dann hin und er sagt dann nochmal: Hallo Herr Walter, war ein toller Termin heute mit Ihnen und ich wollte nochmal Danke sagen und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kaufentscheidung für den 123. So. Und das streuen wir gerade jetzt die dritte Woche nach draußen für erstmal die Neukunden. Wir schauen uns das jetzt an und werden das auch messen und auswerten und haben mega Reaktionen. Also die Menschen, also wir versenden das, das ist auch interessant, sowohl per Mail als auch per SMS. Auch da interessant, eben viele, die unterwegs sind, nutzen dann die SMS-Funktion und schauen sich das über SMS an. Das Gute ist, über diese App, wir sehen auch genau, wie oft hat derjenige sich das angeschaut und wann hat er sich das angeschaut. Das ist natürlich dann auch nochmal wichtig, wenn es um Anbahnung von Geschäften geht, wenn ich eben mit dem Stick um das Auto gehe, weil wenn er sich das abends in der Abendessenzeit fünfmal anschaut, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade ein Thema in der Familie, um das dann nochmal vorzustellen, haben wir natürlich dann auch in der Beziehung auch nochmal einen Vorteil dann für den nächsten Kontakt. Nicht zu sagen, ich habe genau gesehen, du hast dir das fünfmal angeschaut, aber ich hatte schon in dem Gespräch gespürt, Sie haben schon ein Interesse, was hat denn Ihre Familie dazu gesagt? Also das ist dann sicher Schräubchenkunde, aber wir sehen eben auch da, das macht den Mitarbeitern Spaß, weil es positiv empathische Reaktionen des Angesprochenen gibt. Und das ist genau das Thema. Es geht da nicht immer wieder nur Produkt und Kondition und Preis, sondern es geht auch um diesen, bin ich wieder bei diesem Omut Naji, dieser Überraschungseffekt letztendlich, ein Stück weit eben mit solchen kleinen Dingen eben die Nase gegenüber den Mitbewerbern links und rechts der jeweiligen Straße vorn zu haben. Und das wird schon, wie gesagt, von dem Angesprochenen registriert. Das ist so die einige Geschichte aus ganz aktuellem Anlass. Was auch, sagen Sie nochmal, wie das Programm heißt, Viserto? Viserto mit V. Viserto mit V. Wie gesagt, eine tolle Geschichte und sowieso auch im Nachgang, jeder, der im Moment heute hier zuhört und zuschaut, kann auch dann natürlich zu Ihnen und auch zu mir persönlich zu uns Kontakt aufnehmen. Wenn es weitere Fragen gibt, würde ich mich auch sehr freuen und jeder ist auch herzlich eingeladen, hierher nach Leipzig zur Alte Sachse zu einem Besuch. Das meine ich auch genauso, wie ich das sage. Das Zweite, das möchte ich noch mal herausgreifen, das Thema Toyota Versicherungsdienst. Wir haben jetzt seit 17 Jahren den Toyota Versicherungsdienst fest als Partner bei uns auch im Haus. Wir haben mittlerweile 3.300 aktiv versicherte Kunden und die Kollegin, die
für den Toyota Versicherungsdienst bei uns im Haus sitzt, ist vollumfänglich ausgelastet. Und nicht nur in der Zeit, die in Kürze auf uns zukommt, wenn es dann eventuell wieder um Umdeckung geht, vielleicht auch um Versicherungswechsel, weil auch das registrieren wir, welcher Kunde ist im Moment nicht beim Toyota Versicherungsdienst verwechselt. Und da wird es jetzt auch einen Kontakt wieder über die Spezialistin geben, um letztendlich dann da auch ins Gespräch zu kommen, möglichst auch ein Angebot für das Folgejahr abzugeben. Das absolut Wichtigste ist genau das Thema, mein Enkel soll jetzt mit dem Auto auch fahren, der ist erst 18 Jahre geworden. Ich fahre nicht mehr 5.000, sondern 20.000 Kilometer. Ich habe den Job gewechselt, wie auch immer. Und dort letztendlich auch, na klar, wieder schnell und kompetent zu reagieren und vor allen Dingen dann natürlich auch, wenn es zum Schadensfall kommt, wenn es zum Diebstahl, zur Totalentwendung kommt, weil das ist ja so ein Aha-Horrorereignis für den Nutzer des Fahrzeuges, das kennt er nicht. Darauf ist er nicht vorbereitet und genau dann müssen wir da sein und letztendlich dann auch das Netz spannen, in dem er sich fallen lassen kann und sagt und hat dann wieder auch das gute Gefühl, ich werde schnell und kompetent beraten und man hilft mir, das Auto wird repariert, es werden Teile bestellt oder es wird im Haftpflichtschadensfall dann der Kontakt mit der gegnerischen Versicherung hergestellt. Ich bekomme einen Leihwagen, also auch da wieder, es geht um das gute Gefühl, es geht um Vertrauen, es geht natürlich auch um Kompetenz und vor allen Dingen auch Schnelligkeit. Das wäre so das zweite Thema, was ich gerne nochmal herausgreifen möchte. Das dritte, das haben wir hier so recht polemisch, Wunschmietwagen für Urlaub nach japanischem Vorbild. Ich hatte die Ehre und da bin ich auch heute noch dankbar, ich war 2013 von Toyota nach Japan eingeladen und da habe ich das gesehen im damaligen neu gebauten Lexus-Haus in Tokio, dass der damals oder Lexus-Kunde zu jeder Zeit letztendlich dann auch für seinen Urlaub in Van, in Bus und wie auch immer kostenfrei mieten konnte. Kostenfrei sage ich deshalb, weil die Umsatzrenditen in Japan bei einem Lexus-Betrieb, kann ich Ihnen nicht direkt sagen, aber ein Toyota-Betrieb hat eine Umsatzrendite zwischen 8% und 10%. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen, wir liegen im Moment ungefähr bei 2,5% und freuen uns schon sehr. Also letztendlich ist da natürlich auch die Rentabilität und das Gesamtgeschäft natürlich anders angelegt. Aber sei es drum, was uns wichtig ist, dass wir unseren Kunden und dann eben nicht nur dem Premium-Lexus-Kunden, sondern auch dem Toyota-Kunden positiv antragen. Du fährst ja jedes Jahr in den Skiurlaub, wie auch immer. Erstens hast du schon eine Skibox, zweitens hast du Schneeketten, drittens, du hast im Moment ein Hatchback, ein kompaktes Fahrzeug. Wir hätten gegebenenfalls auch zur Miete für Geld ein Van, ein Transporter mit Sitzen, ohne Sitzen, wie auch immer. So. Und siehe da, das entwickelt sich langsam und klar musst du auch investieren, gerade in die ganzen Jetpacks und das ganze Thema Schneeketten. Aber es sind dann auch wieder kleine Mosaiksteine unseres Geschäftsmodells, wo wir zum Thema Sicherheit, wo wir zum Thema Mobilität beitragen und was dann natürlich auch eine Win-Win-Situation ist. Der Kunde fährt sicher nach Wunsch im Urlaub und wir am Ende des Tages drehen da zusätzliche Umsätze und verdienen damit natürlich auch nochmal ein Stück weit Geld. Und dann eben auch an dem Beispiel, ich habe vorhin eingangs von den sogenannten Silos gesprochen, gerade in der Toyota-Welt ist das im Moment eben für neue Projekte für die nächsten Jahre ein wichtiger Meilenstein, dieses Verschmelzen von Sales und Service. Und das ist natürlich wunderbar, wenn wir zukünftig exklusive Ansprechpartner haben. Und da denken wir, wird sich die Welt wandeln. Sie wird spitzer, sie wird, wie gesagt, mit mehr Spezialisten bestückt sein. Ein Verkäufer an dem Beispiel wird zukünftig aus unserer Sicht nicht mehr vom Erstkontakt bis zur Auslieferung diesen kompletten Prozess selbst praktisch tätigen. Wir denken, dass es dann eben Spezialisten auch gibt für Probefahrt, für Finanzierung und Leasing, dann vielleicht auch für das Thema Zubehör, Cross-Selling-Produkt und so weiter und so fort. Und das sind kleine Schritte dahin. Wir denken im Moment, und ja, zum Teil handeln wir schon Dinge vor, die sicher erst 2024, 2025 starten. Aber wir möchten eben auch jetzt durch, dann bin ich wieder bei dem Thema interne Kommunikation, unsere Mitarbeiter schon abholen und schon erste Piloten an den Start bringen, um auf diese ja, sich schnell wechselnde Zeit und auch auf diese neue Zeit, wo wir alle noch nicht wissen, wie sie dann konkret aussieht, aber zumindest vorzubereiten, weil das wissen wir auch alle, Änderungen, Wechsel für Menschen, das ist immer erstmal so ein ja, schlimmeres Aha-Erlebnis und deshalb müssen wir eben immer schauen, dass wir da
über die verschiedensten Punkte, dann auch immer wieder neue Piloten versuchen, neue Projekte an den Start bringen, dann entweder zum Erfolg führen oder hier natürlich nochmal nachjustieren. Es wird sich auch immer mal Dinge geben, wo man sagt, das haben wir versucht, das war es mal so nicht, das lassen wir in Zukunft. Aber insgesamt geht es, glaube ich, darum, dass wir als die Verantwortlichen in den Betrieben überhaupt erstens über den Tellerrand schauen, zweitens die Entscheidung treffen und letztendlich dann drittens wirklich auch Dinge ausprobieren, die vielleicht auch heute gar nicht notwendig sind, aber die mit Sicherheit dann in der Zukunft eine große, große Rolle für uns und unser operatives Geschäft spielen. Hier, das sind jetzt noch mal so kleinere Beispiele, ich sag mal, aus dem normalen Eventleben, was wir machen für unsere Kunden, für unsere Gäste, aber an dem linken unteren Beispiel sind das dann eben auch Dinge, dass wir uns am Rosenmontag hier vorn auf die hochfrequentierte Kreuzung morgens stellen mit dem Plakat und dann gibt es dazu eben in Pfannkuchen, die da in der Mitte sichtbar sind, die sind natürlich Autosachse gebrandet, einfach mal nett. Und auch da gibt es dann immer wieder über Facebook und so weiter und so fort einfach mal Reaktionen. Last but not least, dieses Jahr wird es jetzt das 26. Mal stattfinden. Wir haben damals begonnen mit dem ersten Autosachse-Wandertag, weiß ich noch ganz genau. Es waren 19 Mitarbeiter und 6 Kundenwanderer. Mittlerweile, je nach Wetterlage, sind wir bei schlechtem Wetter 350. Wir sind aber auch, das sind Bilder vom letzten Jahr, waren wir über 500 Wanderer. Zum Großteil natürlich Kunden unseres Hauses, aber nicht nur, weil wir fordern auch auf, bringt eure Familie mit, bringt eure Freunde mit, bringt Bekannte mit und das dann, man sieht das an dem Bild links unten, es sind eben nicht nur die durchschnittlich 53-Jährigen, es kommen eben die Kinder und die Enkel mit. Und letztendlich darum geht es uns letztendlich auch, dass das sich multipliziert, ganz einfach zum Ablauf. Wir treffen uns mittags 12.59 Uhr, bei uns ist immer alles 59, hier in der Neuwagenhalle. Da gibt es dann Kaffee, Kakao und den ersten Streuselkuchen. Wir fahren dann mit Stadtbussen an die Aufforstungsfläche hier an der Autobahn A9. Wir pflanzen dann dort 500 Bäume, Büsche, Sträucher, haben da als Kooperationspartner die Stiftung Wald für Sachsen, die uns da fachlich berät und die Löcher vorbohrt und das auch wirklich begleitet. Und dann gibt es Blasmusik und dann gibt es da einen Schlag aus der Gulaschkanone und belegte Brötchen. Und man hat gemeinsam einfach mal einen organisierten Nachmittag, der erstmal mit dem Thema, ich verkaufe dir Mobilität, ich verkaufe dir Zubehör oder, nichts zu tun hat. Und ich glaube, darum geht es eben auch, dass man mehr oder weniger über dieses gute Gefühl dann nicht durch die Hintertür, aber einfach mal so halb nebenbei letztendlich unsere Serviceleistungen und Produkte verkauft. Hier einfach also, mal. Begeistert so, überraschen wieder, ne? Wie Sie es gesagt haben, begeistert überraschen, ja. Absolut so. Und das eben auch immer wieder über ja, neue Produkte, Projekte, aber auch bewährte Dinge letztendlich auch immer wieder untermauert und auslebt. Sie sehen hier verschiedene Beispiele. Ich glaube, das eine, wo die ganz vielen Menschen einfach vor der Halle stehen, das muss ich erklären, weil das ist wirklich außergewöhnlich. Außer in den Corona-Jahren haben wir jedes Jahr die größte Schulranzenmesse in Mitteldeutschland. Allerdings kommen die Gäste mittlerweile auch aus Berlin und aus Brandenburg, weil die Hersteller, die Produzenten von Schulranzen mit einem Handelspartner hier das größte Angebot in der Region an diesem Tag aufbauen. Das ist dann kurz bevor es losgeht, weil die Türen sind verschlossen, weil sonst wird das Haus gestürmt, was wir vorher räumen müssen. Es waren in dem Vor-Corona-Jahr gezählte ungefähr 7.000 Menschen an einem Samstag hier. Die meisten hatten noch nie mit Autosachse Kontakt. Auch das ist wieder das Thema Stärkung der Eigenmarke. Wir verkaufen an dem Tag natürlich kein Auto und hinterher brauchst du eine Intensivreinigung. Aber es sind viele, viele neue Menschen, es sind viele Erstkontakte, wo sich dann vielleicht dann bei dem einen oder anderen doch, weil das spüren und das hören wir dann auch im Nachgang, einbrennt, Mobilität, Autosachse kann ich hingehen. Mitarbeiter als Kunden haben wir auch schon anfänglich und im Mittelteil ein Stück weit ausgeführt und beleuchtet. Haben wir natürlich über die Weller-Gruppe verschiedene zentrale Dinge. Auch da zwei Dinge herausgegriffen. Weller-Chance. Wir stellen oder gehen ganz gezielt dann auch über einen Dienstleister an junge Menschen mit Migrantenhintergrund, die zum Teil keinen Schulabschluss haben oder vielleicht hier und da sogar mal in Schieflage gekommen sind. Und wir haben damit wirklich gute Erfahrungen. Wir haben aktuell hier in unserem Haus zwei junge Syrer, die im Moment, der eine macht gerade das ausbildungsvorbereitende Jahr, der andere ist schon im zweiten Ausbildungsjahr und
wir merken, dass diese Integration funktioniert, weil unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich auch begriffen haben, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Spezialisten, wir brauchen neue Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch ein gutes Mittel, um erstens Mitarbeiter zu bekommen und zweitens, tu Gutes und rede darüber. Also das ist eine wichtige Geschichte. Eltern, bitte noch eine kurz zurück. Eins, das andere, Ausbildungsgarantie, das ist uns wichtig. Jeder Mitarbeiter, der bei uns länger als 5 Jahre im Unternehmen ist oder wenn er 5 Jahre beendet hat, bekommt von unserem Gesellschafter unterschrieben eine Urkunde. Und das ist die Ausbildungsgarantie für seine Kinder. Weil wir der Meinung sind, wenn wir uns 5 Jahre mit einem Mitarbeiter beschäftigt haben, dann wissen wir ganz viel und dann haben wir Vertrauen und dann wollen wir letztendlich auch da ein Zeichen setzen, nicht nur du Mitarbeiter bist bei uns gesetzt für viele, viele Jahre, sondern auch dann dein Kind oder deine Kinder würden wir gern ausbilden und letztendlich dann auch die Chance geben, bei uns Karriere zu machen. Jetzt die nächste. So, ganz, ganz kurz noch, das ist ein Pilotprojekt, ein Projekt aus dem Frühjahr diesen Jahres ist unsere Maxima. Unsere Maxima ist jetzt seit August im 3. Ausbildungsjahr und wir hatten ihr einfach mal die Aufgabe gegeben, so einen kleinen Transporter zu gestalten für Tierpension, für Tierärzte und, und. Das hat sie alles selbst mit unserem Partner layoutet und das ist letztendlich so umgesetzt worden. Wir sind mit dem Fahrzeug natürlich auch die entsprechenden Tierärzte und Tierpension angefahren und wir haben da direkt ja zusätzlich 3 Autos verkauft und sie ist mächtig stolz darauf und ich glaube, das ist auch immer das Thema, die normale Ausbildung, sowohl in der Berufsschule als auch bei uns im Betrieb, klar, das ist Gesetz, das sollte funktionieren. Aber dann auch mit zusätzlicher Verantwortung oder dass wir Verantwortung abgeben und sagen, das haben wir uns überlegt oder was hast du dazu für eine Meinung und mach uns mal ein paar Vorschläge und dann lassen wir einfach machen. Und ich glaube, damit stärken wir letztendlich gerade auch unsere jungen Leute und ja, es ist sicher unser aller Ziel auch für alle die, die sich bei uns für eine Ausbildung entschieden haben, dann auch bei uns zu behalten und zu übernehmen. Und ich glaube, das könnte auch zukünftig ein guter, gangbarer Weg sein. Ja, tolles Beispiel. Und Fragen aus dem Chat, die haben wir immer schon zwischendurch beantwortet. Also sehr gut. Genau, kann ich schon mal weitermachen. Für Sie noch als Information. Noch mehr Infos, Inspirationen gibt es auf einer speziellen Seite. More heißt die, mobile.de Report. Da finden Sie noch ganz viele Erfolgsbeispiele. Da werden Sie bald auch einen kleinen Film mit dem Herrn Franz sehen. Dann treffen Sie Herrn Franz nochmal wieder, aber er hat Sie auch nach Leipzig eingeladen. Wir laden Sie digital auch gern auf unsere große Konferenz ein. 2 Tage, 2 halbe Tage werden es sein, wo wir einfach verschiedene Aspekte des Handels, Stand jetzt, Zukunft des Handels und so weiter besprechen werden. Hersteller sind dabei, Vordenker, Leute aus der Praxis, Gründer, Startups. Also eine spannende Sache, da einfach schon mal raufgehen. Und dieses Webinar werden wir im Nachgang in unserem Archiv ablegen. Sie bekommen in 2 Tagen eine E-Mail. Da haben Sie dann den Download-Link für die Aufzeichnung da drin. Sie bekommen diese Präsentation als PDF zugesandt oder zum Download zur Verfügung gestellt und genauso ein Teilnahmezertifikat. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt wollen wir kurz vor der Mittagspause noch wissen, wie hat Ihnen denn dieses Webinar gefallen? Da dürfen Sie uns Schulnoten geben von 1 bis 5. Wir freuen uns über jede 1, das ist ja ganz klar. Da einmal schnell bewerten, wie fanden Sie unsere Veranstaltung heute? Und gleich bekommen Sie auch noch Kontaktdaten. Das heißt, wenn Sie Ideen haben, welches Thema hätten Sie denn gerne in Webinarform aufbereitet? Oder gibt es Praktika, wo Sie sagen, Mensch, toll, den würde ich gerne mal da hören, könnt ihr das nicht organisieren, welches Thema auch immer, schreiben Sie uns und darüber freuen wir uns. Und jetzt können wir hier mal drauf schauen. Mensch, das ist ja richtig gut gelaufen. Die meisten haben uns eine 1 gegeben, vielen lieben Dank dafür. Sehr gut, gut, befriedigend, ausgereicht hat es auch. Also alles war dabei, ist ja jeder mehr oder weniger zufriedengestellt. Da danken wir schon mal recht herzlich und hier finden Sie auch eine E-Mail-Adresse, wo Sie uns persönlich kontaktieren können, webinar@team.mobile.de. Und wie gesagt, in 2 Tagen bekommt jeder auf die angemeldete E-Mail-Adresse eine E-Mail mit den ganzen Informationen des Webinars von heute. Ja, ich möchte mich vor allen Dingen bei Herrn Franz bedanken für die ganzen Eindrücke, dass Sie sich so geöffnet haben, dass Sie wirklich tief in Ihren Betrieb haben gucken lassen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Danke für das Vertrauen. Das ist auch ein Dank. Ja. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich 1, 2, 3 Dinge mit einbringen konnte. Und wie gesagt, wir
respektive dann auch ich stehe im Nachgang über alle bekannten Kontakte, findet man auch bei www.autosachse.de, das sind auch zur Handynummer. Und wie gesagt, bis 21.30 Uhr beantworte ich auch sehr gern, beziehungsweise spreche auch sehr gern mit Ihnen. Super, genau. Und im Chat haben wir auch viele persönliche Grüße an Sie, Herr Franz, lasse ich Ihnen im Nachgang zukommen. Und viele bedanken sich nochmal. Wir danken Ihnen für die Zeit. Alles Gute, maximale Erfolge und bis ganz bald wieder. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.